Hallo meine Pokéfreunde und Pokénenten zur dritten Folge von Susi Cube. In der letzten Folge haben wir die erste Welt 100% abgeschlossen, haben den Drachen besiegt oder das Gift Gyarados. Da hatte ich ein paar Fehler, aber wir haben die erste Welt sehr gut gemeistert, würde ich einfach sagen. Haben die zweite Welt angefangen, war ziemlich cooles Level hier, muss ich sagen. Und jetzt habe ich endlich das Level freigeschaltet. Und wir spielen mit 2-2, es geht rund. Yeah! Okay, bisher mag ich das Lied. Ein richtiges Lava-Level. Schon in der zweiten Welt? What? Okay. Und was kriegen wir hier? Okay, einen Schutzhelm. Okay. Ein klein wenig erinnert mich diese Blöcke an Super Mario Sunshine. Oh, nice. Bam. Okay. Interessanter Aufbau. Ich weiß aber nicht, wo es jetzt lang geht. Hier? Da hinten ist der erste Blaustern. Zumindest hoffe ich, dass es der erste ist. Okay. Es gibt Leute, die haben hier Probleme mit solchen sowas. Aber ich habe persönlich nicht so wirklich Probleme damit. Auch in Sunshine bin ich eigentlich relativ gut mit solchen Leveln umgekommen. Ja. Zack. Nice. Schon wieder dieser komische Block. Kann man den wirklich nicht kaputt machen? Warum gibt's den dann? Das macht mir gar keinen Sinn. Na egal. Wow. Da will mich jemand abfackeln, aber nicht mit mir. Da gibt's einen Vulkan. Von dem halten wir mal Abstand, würde ich sagen. Ja. Der Soundtrack ist okay, aber er ist irgendwie wie so ein 10-Sekunden-Loop, weißt du, was ich meine? Also zumindest fühlt sich das so an. Nice. Man sieht die sogar ein wenig, die Unsichtbaren. Wusste ich gar nicht. Okay. Wo geht's eigentlich lang hier? Och, Junge, wie viele denn noch? Nice, Mona, weil ich 100 gesammelt habe. Wow. Hä, wo ist denn der zweite Stern? Das gibt's doch nicht. Okay, hier ist aber die Physik nicht so unangenehm und ugly wie in Sunshine. In jedem Part rede ich über irgendein Mario-Spiel. Ist euch das aufgefallen? Natürlich ist euch das auch aufgefallen. Alter. Hört man noch dabei, das ist ein Mario-fähiger, Alter. Oh Mann. Wow! Aber die Zeit ist großzügig, das finde ich gut. Nice. Der letzte Blaustern ist in unseren Händen. Und das war's. Okay. Sehr originelles Level. Sounds okay. Yeah. Auch mal wieder was gerissen hier. Die Folge ist noch nicht mal 5 Minuten und wir haben das erste Level schon durch. Ich habe gerade mit meiner Hand auf den Bildschirm geschlagen. Okay, nein, das war mein Tisch. Tischbildschirm. Ah, das ist das gleiche. Schalter im Schnee ist das nächste Level. Wieder mal ein Schneelevel. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll, dass es in jedem Level irgendwie, also in jeder Welt irgendwie random 10.000 verschiedene Arten von Dingen kommt. Hat was, muss ich sagen. Aber ich weiß nicht. Das finde ich komisch. Von Lava kommst du auf Eis, hä? Wie soll das jetzt realistisch mal sein, hä? Ach so, mit dem sollte man da eigentlich hochkommen. Aber es geht auch so, na egal. Zack. Das erinnert mich an die grünen Blöcke von den Mario-Franchise. Oh Mann. Ist das ein Ernst? Really? Really, bro? Ob ich das Wort bra hasse, Alter. Und trotzdem sage ich es. Nein. Hä? Ich komme da nicht durch? Betrug? Hä? Unsichtbare Wand, Alter. Nee. Das zeige ich auch, nein. Bam. Bam. Gib mir den ersten Stern. Der muss doch sein, oder? Komm, der muss hier sein eigentlich.
What? Wo ist er denn? Nice. Die Musik ist aber ganz schön. Okay, Timer haben wir. Okay, egal, machen wir das einfach hier. Oh, das war nur ein Teleporter. Für? Spiel? Alles okay mit dir? Ich glaube, das Spiel weiß selber nicht, was es genau mit mir machen will. So, ich muss erstmal das. Ja, warte. Okay, jetzt ganz schnell, jetzt ganz schnell, jetzt ganz schnell. Okay, so wird das gemacht. Oh, nur für ein One-Up. Also diese unsichtbaren Wände regen mich wirklich auf. Kritikpunkt. Bro. Okay, da unten war aber noch was, aber ich glaube, das waren nur Coins. Deshalb werde ich jetzt einfach nicht zurückgehen. Aber wo ist denn der erste Stern? Ah, ich habe schon 10.000 Sachen verpasst. Das kann doch so nicht sein, dass hier überhaupt kein Stern irgendwo ist. Hä? Das kann ja wirklich nicht sein, dass hier nirgendwo kein Stern ist. Oder gibt's hier was? Hallo? Ja! Oh, die Dinger hier. War ja klar, dass es der zweite ist. Es war so verdammt klar. Ehrlich. Ich werde nochmal gucken. Kann ich zurückgehen? Wo war denn der erste? Oh, Junge. Oh, Mann. Nee. Dann mache ich es einfach nochmal von vorne und dann gucken wir nochmal weiter. Hä, aber wo soll das denn gewesen sein? Ja, von vorne. Oh, wo soll das denn gewesen sein? Hier war es ja nicht. Das war alles nur für nichts und wieder nichts. Warte, was ist denn hier? Wow, wie soll man das anscheinend lernen, glaube ich? Ja, wir sind irgendwie einen komischen Weg gegangen. Wir hätten mal hier uns erkunden sollen. Hier gibt es bestimmt Wetten. Ach, keine Walljumps kann man machen hier. Das war ja schlecht. Man kann keine Walljumps machen. Ey. Die Abo Dislike. Das Abo-Dela-Gang. Ja, hallo? Seht ihr das? Ich bin da einfach Sack. Mein Gott, ey. Was langweilig ist wieder bestimmt 10-mal. Manchmal auch 11-mal. Lol. Ja, hallo? Ich will da durch. Ja, nee, warte. Da geht's ja dann zum Linksort. Ach, komm! Ist das nervig, die Sonne nicht mal anwende! Rage Mode, Alter. So, wo gibt's hier irgendwas? Da kann man bestimmt hoch, oder? Ja, da kann man hoch. Hier gibt's noch was. Hier waren wir noch nicht, oder? Doch, doch, hier waren wir schon. Doch, 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 doch. Aber was macht denn das? Das bringt mich dann nach da oben. Was? Oh mein Gott! Oh, Hilfe! Oh, ich krieg Brain Cancer. Ich dachte, ich war da oben. Ja, komm, wie juckt das One-Up? Juckt mich jetzt nicht. Ich will einfach nur wieder zurück von da, nach da, wo ich war. Haha, kann ich reden? Also lass mich jetzt. Wieder zurück, bitte, auf mit den unsichtbaren Wänden, die sind nicht cool, niemand mag sie. Dankeschön. Dim, dim. Checkpoint. So, jetzt geht's wieder los, Leute. Zack. Schnell, 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 schnell. Ja, ja, ja. Keine Ahnung, wie ich das ohne Treffer mache. So, oh, 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 oh. Weg hier, schnell, geh weg hier! Ah, gut. Drama.
Ja, nice. Ich wusste, da gab's was. Cool. Bitte keine sparen Wände mehr. Hier hin. Hier hin. Schieß hier hin. Nochmal. Schnucki. Hier hin. Willkommen. Kannst du bitte gehen? Ich mache gerade ein Video. Kannst du bitte gehen? Voller Kick, Alter. Oh Mann. Ich find's geil, dass es einfach irgendwelche Brüder gibt, die kommen einfach so rein und sagen, lass mal Smash spielen. Ja, obwohl man doch eigentlich eindeutig hört, dass ich gerade ein Video mache. Aber ja, juckt natürlich nicht und ich war gerade so dumm, hab ich treffen lassen, geil. Naja, wie auch immer. Ist mir jetzt auch egal, stand das jetzt nicht raus. Nee, warum? Juckt mich nicht. So. Ist mir jetzt egal. Wozu rausschneiden? Wen juckt's? Mich nicht. Man hat ihn noch nicht mal gehört, er hat noch nicht mal irgendwas gesagt. Zack. Oh, oh. Ich find's aber echt scheiße, wenn man einfach irgendwie reinkommt. Man kann ja zumindest anklopfen, wenn man sich nicht sicher ist, aber... man hört doch, dass ich mit irgendwie... mit euch rede. Ach, egal, komm. Wow. Wow, wow, wow. Ja, warte, ich bin noch nicht lang. Ich will erstmal wissen, was hier drin ist. Wow, 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 wow. Da kommt von allen drei Seiten was. Das ist der letzte. Wow. 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 Nein. Ich war zu langsam. 14. Hatte wo mein Checkpoint? Wo war mein Checkpoint? Wo war mein Checkpoint? Was? Bin ich hier? Achso, hier bin ich. Oh. No, it's alright. Bitte lasst mich doch in Ruhe. Wow. 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 Schnell, 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 schnell. Yes. Wenn man sich beeilt, dann schafft man's. Okay, wir werden verfolgt. Hilfe. Hilf. Irgendwas? Nö. Okay. Ist das Ziel? Oh yeah. Bam, bam, bam. Geschafft. Bam, 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 bam. War ein längeres Level. Aber es war ein cooles Level. Außer der Anfang. Der Anfang war sehr verwirrend und komisch. Wirklich, wirklich komisch. Aber der Rest? Cool. Schalter im Schnee. So. Live 4. Oh, was war das? Was auch gerade wieder? Egal. 2-4, bis es rums und ich kann schon wieder nicht betreten, also muss ich warten anscheinend. Wir können jetzt schon das S-Level betreten? Ich check nicht, wann man das kann und wann nicht. Ich dachte, ich muss in jedem Level irgendwie, ne? Also das kann ich auch schon öffnen? Ja, da steht 12, ich hab's auch für 72. Na, 27, ich meine, ja, ich kann 72, genau. Ja, ja, wir sind schon so weit im Spiel. Oh, wir hören den ersten Sound vom ersten Level. Den ich sehr, sehr feier. Oh lol! Oh mein Gott, wie cool! Hoia! Bam! Ether! Ja, ey! Oh Mann, ich spiele zu viel Smash. Den ersten Soundtrack finde ich am meisten. Mag ich am meisten. Was ist da voll das genau Power-Up? Ja! Wow, 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 Bomben! Bombies, Bombies! Bisher echt episch. Skrrra! Nice. Bin schon auf jeden Fall schon mal ein großer Fan von dem Power-Up. Was bist du denn für einer? Bam, weggibt dir. Okay. Wow, hier gibt's ein Geschenk.
Oh, ein One-Up! Juhu! Ich wollte gar nicht die Attacke machen. Weg mit dir. Und zack! Okay, okay. Wow. Bam! Gibt's irgendwo was? Bam! Du musst doch immer was geben. Bam! Also wirklich. Hier, da geht's wieder zurück. Was wollen wir ja nicht? Oh, noch so ein Football-Chunky-Head. Bam! Ui! Was gibt's denn hier? Achso, das ist der Weg und so weiter. Okay. Ja, aber kann mal bitte der erste Stern so kommen? Also, wenn mir jetzt jemand sagen würde, ich habe den verpasst. Wo? Wo soll ich den bitte verpasst haben? Also, no joke. Ich untersuche doch gerade völlig alles. Oh, Leute, wieso gibt es so viel Zeit? Gibt es gleich einen Boss oder was? Aber wir haben doch schon den ersten Boss, also den Boss der ersten Welt schon durch. Und was wird dann das für ein zweiten sein? Ich bin mal gespannt. Das hat irgendwie gar keinen Sinn ergeben. Ich weiß! Egal. Bam. Alter, kann mir bitte jemand sagen, wo denn der fucking erste Stern ist? Aber erstmal wirklich. Ich muss ja gleich schon fucking Walkthrough oder so angucken. Oh nein, der war bestimmt da drin. Oh, muss ich mich jetzt wirklich umbringen? Oh. Wie lange ich überall falle. Oh no. Oh no. Not again. Wow. Chill. Warte, da oben ist was. Gut, dass ich den Schatten gesehen habe. Hier ist der erste. Oh mein Gott, dann ist das der zweite. Lol. Ja, hätte ich mich so oder so umbringen müssen. Dann ist er gut. Komm, gib mal bei deinem Item. Dankeschön. Ach, mit Shift. Ach so, stimmt. Mit Shift kann man ja auch springen. Deshalb. Okay. Warum kriegt man den hier nochmal? Ich krieg das nicht. Naja, egal. So, diese Bomben. Kommt mal her. Hier hin. Ja. Und boom. Nein. Mir jetzt auch egal. Selbst wenn er jetzt da ist, dann mache ich das Level jetzt neu. Ich habe jetzt echt keinen Bock mehr. Das kann doch eigentlich doch gar nicht sein, oder? Ich glaube nicht, dass es da ist. Ich glaube es gerade wirklich nicht mehr, dass es da ist. Hätte mal was sein können. Oh nein. Kann ich sie von der Seite? Nee. Das ist doch scheiße, Alter. Okay, wir werden ja eh jetzt sehen, ob der es hat. Bam! Ach so, das ist wieder seine Gegner aus Mario 64. Da muss man den so wegstoßen von der Stage. Hier, raus mit dir! Flieg ins Jenseits! Okay, das war der zweite. Okay, gut. Money. Wow, Bombis. Bomben! Pff. Na, Spongebob drüber. Und tschüss, Mann! Oh, nice Coins. Ui, noch der letzte. Nächste Chance. Eis. Wow, no. Okay, jetzt kommt irgendwie voll alles ab hier. Ich sammle nur die Coins ein. Ich will nicht getroffen werden. Bitte lasst mich in Ruhe. Dankeschön. Ups. Aber mit der Schallwelle kann man sofort sehen, wo die sind. Die unsichtbaren Coins. Das finde ich cool. Ich will nicht getroffen werden. Okay. Weil sonst verliere ich mein Item. Das will ich nicht. Ich will schon mal einen Chucky-Head behalten. Hui, ist noch was? Lol, One-Up. Okay, let's go! Also mal Münzen und dann habe ich genug gesammelt für ein One-Up. Oh yeah. Nice. Gut gemacht. Glückwunsch, wir haben gewonnen. Okay. Okay. Hier ist nochmal wieder das Boss-Level. Und hier dann das Special-Level. Und dann werden wir in der nächsten Folge nicht nur das machen, sondern auch die dritte Welt.
Also in der nächsten Folge werden wir die zweite Welt durchmachen und die dritte Welt anfangen. Wenn es euch gefallen hat, so eine positive Bewertung da, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao, Leute!